Jo Leute, euer Fresh ist wieder back für euch mit einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute seht ihr im Hintergrund meine erste erspielte Nuklear, also richtig heftig. Das Ganze habe ich mit dem Massi, Inox und so weiter und so fort gespielt. Entschuldigung, wenn ich die anderen Namen nicht weiß, aber die haben mir geholfen, die Nuklear ganz chillig zu erspielen. Zum Schluss haben mir nur noch 5 Kills gefehlt und dann habe ich eigentlich die Nuklear nur durch die geschafft. Ich sagte, komm, geht mal bitte zu dem anderen Spawn. Und dann haben die mir den Gegner spawnen gelassen sozusagen. Und dann habe ich die Nuklear noch fresh gemacht. Also richtig nice. Danke nochmal an euch. Und Inox hat auch eine Nuklear gemacht. Also Props an dich, Digga. Ja, und wenn ihr auch mit mir spielen wollt, dann edit einfach It's Fresh mit X und H. Geht auf jeden Fall klar. Wer zu alten Fax-Clan-Zeiten dabei war, der weiß, dass ich Nuklear mit jeder Waffe in Black Ops 2 angefangen habe, aber nie zu Ende gebracht habe, weil ihr wisst Bescheid, Black Ops 2 Gameplays waren schon ausgelutscht und ja, die ganzen Gameplays mit den ganzen Waffen gab es ja auch schon. Deshalb dachte ich mir, ich setze die Serie hier fort, Nuklear mit jeder Waffe, und heute ist das erste Gameplay quasi hier am Start mit der VMP. Und ja, jetzt habe ich ein paar Tipps für euch, wie ihr ganz gute Gameplays als private Erspieler oder als YouTube-Gameplay-Erspieler ja, bekommen könnt. Sind jetzt nicht die besten Tipps so, aber Jungs, ihr könnt dadurch schon ein bisschen mehr Spaß in Black Ops 3 haben, Gameplays zu erspielen und so weiter und so fort. Und dann würde ich gleich mal sagen, fangen wir doch direkt mal an mit den Tipps. Als generellen Tipp kann ich euch nur empfehlen, dass ihr Spaß in dem Spiel haben solltet und nicht ganze Zeit auf eure Gameplay schwitzen solltet, denn ganz ehrlich, was bringt ein Spiel, wenn es euch keinen Spaß macht? Und ja, wenn ihr zum Beispiel in einem Clan drin seid und Gameplays erschwitzen sollt, davon habe ich keinen Plan, von den Leuten rede ich nicht, sondern schon von YouTubern wie mich oder halt Leute, die privat spielen, so aus Spaß. Deshalb habt wirklich Spaß in dem Spiel und sweatet nicht ganze Zeit nur auf eure Gameplays und euren Freunden oder Abonnenten zu zeigen, wie gut ihr seid. Und das war mein Fehler so am Anfang, als Black Ops 3 oben war. Ich wollte nur die besten Gameplays für euch raushauen, aber dann kam nichts zustande, weil ich einfach keinen Spaß in dem Spiel hatte und immer kurz vor Streaks gestorben bin. Ich bin einfach so ausgerastet immer. Deshalb spielt einfach ganz gechillt, habt Spaß beim Spielen. Und immer wenn ihr kurz vor Streaks seid, da dürft ihr nicht zu defensiv rumlaufen. Das hat mir auch Sandro empfohlen. Ich habe immer nur Flaggen gecappt in Herrschaft und das empfehle ich euch einfach. Nicht die Flaggen zu cappen, sondern einfach zu einem Gegner-Spawn reinlaufen. Dann habt ihr die Nuklear schneller als ihr denkt. Und die Streaks dann auch, weil ihr fokussiert euch dann einfach nur auf die Gegner und nicht auf die Flaggen und so weiter. Dann habt ihr wirklich die Nuklear schneller als ihr denkt. Es gibt die PC-Party-Funktion und warum nicht nutzen, wenn es geht? Also chattet mit euren Freunden, spielt ein bisschen zusammen, labert ein bisschen Scheiße und dann bockt sich das auf viel mehr Gameplays zu erspielen. Weil man kann sich zum Beispiel auch unterstützen über die Party. Dann sagt man, ja gut, guck mal, ein vor Hater und so weiter und so fort. Und dann wissen die auch, wo die Gegner sind, dann können die euch unterstützen. Ihr wisst, was ich meine. Deshalb chattet einfach mit euren Freunden, dann habt ihr auch viel mehr Spaß, irgendwie Gameplays zu erspielen und auch öfters online zu sein. Ich habe gemerkt, voll viele Tryharder spielen gerade Black Ops 3, also das ist so wie zu Endzeiten bei Black Ops 2. Aber ich habe so einen kleinen Trick für euch und zwar spielt einfach Hardcore-Herrschaft. Dort laufen richtige Noobs rum, empfehle ich euch auf jeden Fall, denn ihr könnt sogar mit den größten Noob-Waffen spielen und ihr holt die trotzdem weg. Die Gegner laufen einfach ganze Zeit in euer Feuer. Wenn ihr gegen Leute spielt, die in einer Party sind, dann würde ich euch empfehlen, rauszugehen, weil das bockt sich echt nicht. Die Facken einen ganze Zeit nur ab, Spawn-Trappen. Deshalb empfehle ich euch ganz chillig, Hardcore-Herrschaft zu spielen. Wenn ihr seht, dass niemand in der Party spielt, dann ist es auch richtig nice. Dann könnt ihr auch gute Gameplays erspielen und auch mit euren Freunden ganz gut in Hardcore-Herrschaft irgendetwas reißen. Natürlich könnt ihr auch Hardcore frei für alle Team Deathmatch und so weiter reißen. Aber Herrschaft wirklich der beste Spielmodus, um irgendetwas zu reißen. Und generell solltet ihr einfach mit OP-Waffen spielen, wie zum Beispiel die VMP oder M8, weil ganz ehrlich, die Gegner haben mittlerweile nur noch OP-Waffen und ihr könnt die nicht einfach mit so einer CUDA oder so wegholen. Es wird schon übel schwer, mit irgendwelchen Random-Waffen zu spielen. Deshalb solltet ihr auch OP-Waffen verwenden, auch wenn das ein bisschen scheiße jetzt gerade ist, ganze Zeit so YouTube oder private Gameplays zu sehen mit OP-Waffen, aber ganz ehrlich, wenn ihr etwas reißen wollt, dann nehmt einfach OP-Waffen wie die VMP, M8, Vespa und so weiter und so fort. Dann habt ihr eure Nuklear auch ganz chillig. Ja, wenn euch dieses Tipps und Tricks Nuklear-Gameplay gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und sonst würde ich sagen, bewerten und kommt hier nicht vergessen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.